Liebe Mitbürger, liebe Lanzer und Landsleute, als am 12. Dezember die Asylantenheime brannten, habe ich gesagt, dass dies, ich zitiere mich wörtlich, möglicherweise hasserfüllte Aktionen waren. Möglicherweise hasserfüllt, liebe Landsleute, das habe ich trotz der mir eigenen Nachdenklichkeit schon ziemlich klar ausgesprochen. Immerhin waren dort Hakenkreuze und xenophobe Schriften an den ausgebrannten Wänden. Da könnte es sich vielleicht um möglicherweise Hass gehandelt haben. Aber ich vermute, lassen Sie mich ganz persönlich werden, obwohl ich als Staatsoberhaupt das eigentlich nicht darf. Ich vermute vor allem einen prorussischen Zusammenhang, jawohl. Denn erstens ist Hass dem deutschen Wesen zutiefst fremd. Und zweitens sollte in einem der ausgebrannten Zimmer ein ukrainischer Emigrant einziehen und der Russe, der den ganzen Erdball unter seine Herrschaft bringen will, hat hier versucht, seine Macht zu demonstrieren. Mein Herz, es spricht wieder. Viele Menschen sprechen mich an. Herr Ehrendoktor, sagen Sie, wie schön lebt es sich in unserem Deutschland, wenn der Benzinpreis sinkt. Ja, sage ich denen, aber seid ihr nicht auch die, die immer an unseren Waffenlieferungen zweifeln? Und wenn die Menschen vor mir dann schuldbewusst unter sich blicken, dann setze ich nach. Es waren doch unsere Rüstungsexporte, die die Unruhe nach Arabien gebracht haben, wodurch ISIS, Libyen und unsere Menschenrechtsfreunde in Saudi-Arabien jetzt auf Teufel komm raus ihre Ölvorräte auf den Weltmarkt werfen und euch dadurch helfen, den Benzinpreis zu senken. Und dann kommen noch die riesigen Schiefergasvorkommen in der Ukraine hinzu, die in die Talfahrt der Benzinpreise vorweg berechnet werden. Oder Fracking in der Ukraine. Eine wahrhaftige Zauberformel, auch bedingt durch unsere Waffenlieferungen an die antirussischen Menschenrechtler in der Ukraine. Da sind unsere Steuergelder bestens angelegt. Aber Herr Ehrendoktor, sagen mir dann die Menschen, gibt es da nicht ein Peak Oil? Also eine Berechnung, dass alle Öl- und Gasvorkommen nur noch 40 Jahre halten und wurde damals nicht prognostiziert, dass dann der Ölpreis immer weiter steigen wird? Warum ist er denn dann so billig geworden? Ja, sage ich dann meinen lieben Untertanen, das sind die heilsamen Kräfte der Marktwirtschaft, gepaart mit den Kräften einer wehrhaften Rüstungswirtschaft. Und Saudi-Arabien hilft kräftig mit, wenn durch das Kriegschaos im Irak und in Libyen die verkauften Ölmengen jetzt hochgetrieben werden, bevor das Schiefergas der Ukraine gefreckt wird. Jawohl, meine lieben Landsleute, seitdem der sympathische Multimilliardär Poroschenko und der weltgrößte Börsenspekulant Soros in der Ukraine die Geschicke in ihre segensreichen Hände genommen haben, wird der russische Imperialismus mit deutscher Hilfe, wie bereits seit 100 Jahren, wieder zurückgeworfen werden. Ach, mein Herz. Wobei auch das Fracking in der freien Welt, also in den USA, jetzt schon kräftig auf den Ölpreis drückt. Vielleicht sagen Frau von der Leyen und ich dann immer, kommt ja bald auch so eine Maidan-Bewegung auf den Roten Platz in Moskau gegen den Diktator Putin. Und wenn der stürzt, meine lieben Autofahrer, dann
dürfen Sie sich doppelt freuen. Dann sinkt der Preis am Zapfhahn Ihrer Tankstelle noch mehr. Ein niedriger Ölpreis ist, wenn er mit den Mitteln eines Freiheitskrieges verbunden wird, auch unseren Grünen mittlerweile sehr, sehr lieb. Und dann wird Schluss gemacht mit den Ölgewinnlern der Verbrecherregierungen in Venezuela, in Bolivien und vor allem in Russland. Dann werden sich deutsche Interessen weltweit durchsetzen, Hand in Hand mit denen einer dann hoffentlich auch härteren amerikanischen Republikanerregierung, nach diesem Kuba-freundlichen Mischling Obama. Mein Herz spricht. Das muss eine Inkarnation sein. Und dann beginnt an den Tankstellen, was der große Dichter George Orwell prophezeite, eine schöne neue Welt. Eine Win-Win-Situation. Der Russe wird zurückgeworfen, die Menschenrechte der Großspekulante werden gestärkt und der niedrige Benzinpreis bringt wieder freie Fahrt dem freien Bürger. Und den Grundstein dazu wollen wir alle gemeinsam im Jahre 2015 legen.